Seit dem Bau der ägyptischen Pyramiden in Gizeh sind fast 5000 Jahre vergangen. Aber im Gegensatz zu den meisten antiken Bauwerken stehen sie immer noch und begeistern sowohl Touristen als auch Wissenschaftler. Wie war es überhaupt möglich, so unglaubliche Objekte zu bauen? Wer und wie hat diese riesigen Blöcke geschleppt? Und weitere interessante Dinge werden wir heute besprechen. Die alten Ägypter glaubten wie viele Zivilisationen an die Existenz eines Lebens nach dem Tod. Tatsächlich ist der Glaube das herausstechendste Merkmal der altägyptischen Kultur. So endete nach ihren Vorstellungen das Leben nicht mit dem Tod. Nach dem Glauben der alten Ägypter musste der Verstorbene nach der Auferstehung im Jenseits viele Hindernisse überwinden, um in das Reich des Osiris zu gelangen. Um dies erfolgreich zu überwinden, musste der Ägypter im Laufe seines Lebens verschiedene Zaubersprüche lernen, die ihn nach dem Tod schützen sollten. Generell wurde das Vorbereiten auf das Jenseits bei den Ägyptern sehr ernst genommen. So auch die Vorbereitung des Körpers für die Beerdigung, der Mumifizierung. Ab etwa 3400 vor Christi präparierten die alten Ägypter mit Hilfe der hohen Kunst der Mumifizierung für die Reise ins Jenseits und die Aufbewahrung für die Ewigkeit. 70 Tage lagen die Leichname in einer übersättigten Sodalösung. Danach begann die Einbalsamierung und umfasste viele verschiedene technische Schritte. Und am Ende wurde der mit Weihrauch eingeriebene Körper in Leinenbinden gewickelt und mit Ölen und Harzen getränkt. Deshalb auch die dunkle Farbe. Und zwischen den Bandagen wurden Amulette gelegt, um den Verstorbenen zu schützen. Die Ägypter glaubten, dass der Verstorbene, nachdem er alle Prüfungen bestanden hat, vor das Gericht des Osiris kommt, das entschied, ob er zu den Feldern von Lalu gehen würde, einem Analogon zum Paradies im Christentum. Aber der wichtigste Teil der Bestattungskultur der Ägypter waren natürlich die Pyramiden, die Gräber der Pharaonen. Die Ägypter bauten Pyramiden, um ihre Pharaonen zu verherrlichen und ihre Unsterblichkeit zu sichern. Die Pyramiden in Gizeh sind weltbekannt. Sie sind das Wahrzeichen Ägyptens und ziehen jährlich eine große Anzahl von Touristen an. Die Cheops-Pyramide ist das einzige der 7 Weltwunder, das bis heute erhalten geblieben ist. Viele Leute glauben, dass es in Ägypten nur die Pyramiden in Gizeh gibt, aber das ist nicht der Fall. Nach offiziellen Angaben gibt es im Land 118 verschiedene Pyramiden, von denen sich viele durch interessante Besonderheiten auszeichnen. So die Djoser-Pyramide in Saqqara als das älteste erhaltene große Steingebäude der Welt. Die Knickpyramide von Dahschur hat eine ungewöhnliche Form. Die berühmte Cheops-Pyramide gilt als die größte aller ägyptischen Pyramiden. Ursprünglich betrug ihre Höhe 146,6 Meter, während sie heute nur noch 138,75 Meter hoch ist. Damit man versteht, wie hoch das wirklich ist, ist das ein 46-stöckiges Hochhaus. Und das ist einfach unglaublich, wenn man bedenkt, dass diese Pyramide im 3. Jahrtausend vor Christus vor fast 5000 Jahren gebaut wurde. Wie genau wurden die Pyramiden denn gebaut und wer steckt dahinter? Das Hauptmaterial für den Bau der Pyramiden war Kalkstein. Er wurde sowohl für das Innere als auch für die äußere Verkleidung verwendet. So wurden die äußeren Deckplatten aus dichtem, weißem Türkisch-Kalkstein hergestellt. Daneben wurden noch andere Materialien verwendet, zum Beispiel roter Granit für die Wände im Inneren, für die Böden Basalt und Alabaster. Der Alabaster wurde aus Luxor, einer Stadt in Oberägypten am Ostufer des Nils, transportiert. Das durchschnittliche Gewicht eines Blocks betrug etwa 16 Tonnen und erforderte mindestens 45 Arbeiter. Nun kennen wir die Materialien, doch wie wurden die Pyramiden genau gebaut und welche Geheimnisse verbergen sie? Und vor allem, wer steckte eigentlich hinter dem Bau dieser Kreationen? Es wurde lange angenommen und viele Menschen glauben bis heute, dass Pyramiden von Sklaven auf Befehl des Pharaos gebaut wurden. Dies verbreitete sich durch die Schriften des Historikers Herodot, der versicherte, dass die Cheops-Pyramide von 100.000 Sklaven gebaut wurde, die durchgehend arbeiteten.
Doch heutzutage bestätigen viele Wissenschaftler, dass es im alten Ägypten einfach nicht so viele Sklaven geben hätte können, die alle an einer einzelnen Anlage beteiligt waren. Weiter wurde dieser Mythos im 20. Jahrhundert durch verschiedenste Filme verstärkt. Aber das kann man getrost vergessen, denn Sklavenarbeiter hatten damit nichts zu tun. Weiters glauben einige Leute fälschlicherweise, dass die ägyptischen Pyramiden von Gizeh von Juden gebaut wurden. Und obwohl dies in der Gesellschaft einige Zeit lang diskutiert wurde, ist auch dies eine falsche Annahme. Erst vor relativ kurzer Zeit, nachdem Archäologen die Gräber der Erbauer entdeckt hatten, mussten die Juden zugeben, dass ihre Vorfahren nichts mit dem Bau der Pyramiden in Gizeh zu tun hatten, da sie erst viel später auf dem Territorium des alten Ägyptens auftauchten. Heute sind sich die meisten Forscher einig, dass professionelle Arbeiter am Bau der Pyramiden beteiligt waren. Und der erste Beweis, dass die Pyramidenbauer keine Sklaven waren, kam zufällig zustande. Am 14. April 1990 ritt eine amerikanische Touristin auf einem Pferd über das Gizeh-Plateau. Ein paar hundert Meter südlich der Sphinx stolperte ihr Pferd über eine bislang unbekannte Lehmwand. Diese Mauer entpuppte sich als Teil einer alten Grabstätte, dem Friedhof der Pyramidenbauer. Wahrscheinlich wurden die Wachen in den großen und die Arbeiter in den kleinen bestattet. Später wurde ein weiterer Teil des Friedhofs mit 43 Gräbern entdeckt. Dort begruben sie, den Inschriften nach zu urteilen, sozusagen die ägyptischen Topmanager wie Aufseher der Seite der Pyramide, Aufseher der Zeichner, Aufseher der Maurer, Aufseher der Arbeiter, Aufseher der Handwerker und Aufseher der königlichen Werke. So wurden die Baumeister der Pyramiden neben den Pyramiden begraben. Sie hatten ihre eigenen Gräber. Darüber hinaus zeigten Untersuchungen der Überreste, dass die Bauherren auf dem gleichen Niveau medizinisch versorgt wurden wie die Vertreter des Adels. Behandelt man so den Sklaven? So wurde die Pyramide von Cheops von zwei Teams gebaut, dem Haupt- und dem Hilfsteam. Das Hauptteam bestand aus 4000 Arbeitern, die Maurer waren. Sie arbeiteten in den Steinbrüchen und lebten mit ihren Familien in einem Dorf in der Nähe der Pyramide. Mitglieder des Hilfsteams, das aus 16.000 bis 20.000 Arbeitern bestand, bauten die Rampen, schleppten die Blöcke, mischten Mörtel und waren auch für die Werkzeuge und die Lebensmittelversorgung zuständig. Wissenschaftler glauben, dass das Hauptteam das ganze Jahr gearbeitet hat und das Hilfsteam erst Ende des Sommers begann, wenn der Nil überschwemmt war. Im Jahr 2016 sprach der Archäologe und Ägyptologe Yukinori Kawae und erzählte, dass es riesige Mengen an Daten über die Außenseite der Cheops-Pyramide gibt, jedoch nicht genügend über ihr Inneres. So legt er Hypothesen vor, wie der Kern der Cheops-Pyramide Licht auf die Methoden ihrer Konstruktion werfen könnte. So glaubt er, dass wenn der innere Teil der Pyramide aus horizontal angeordneten Blöcken besteht, beim Bau gerade Rampen verwendet wurden. Übrigens kann man die Pyramiden nicht besteigen. Jedoch gibt es Ausnahmen. So konnte Yukinori die Spitze der Pyramide für wissenschaftliche Zwecke besteigen, um Fotos für 3D-Modelle anzufertigen. 2016 scannten er und andere Spezialisten die gesamte Cheops-Pyramide mit modernster Technik samt Infrarotthermographie, 3D-Rekonstruktion und Radiographie. Die aus der Studie resultierten Daten wurden in ein dreidimensionales Bild übersetzt. Als Ergebnis der Untersuchungen gelang es dem Team, zwei unbekannte Hohlräume innerhalb der Cheops-Pyramide zu entdecken. Laut einer Version könnten diese gewöhnliche Hohlräume sein, die beim Bau der Pyramide entstanden sind. Doch andererseits könnten sie bisher unbekannte Gräber sein. Eine andere interessante Frage über das alte Ägypten lautet: Wie genau haben die Arbeiter diese schweren Blöcke bewegt? So haben Physiker der Niederländischen Universität bewiesen, dass die Steinblöcke, aus denen die ägyptischen Pyramiden gebaut wurden, auf nassem Sand bewegt wurden. Die Idee dieser Grundlage fand man mit Hilfe eines alten Freskos. So zeigte der Fresko der zweiten Dynastie, wie 172 Menschen eine Alabasterstatue des hochrangigen ägyptischen Würdenträgers Jehutihotep II. Mit einem Gewicht von 48 Tonnen
auf einem hölzernen Schlitten ziehen, während ein Mann vor dem Schlitten Wasser in den Sand gießt. Dies gab den Wissenschaftlern Grund zu der Annahme, dass die Steinblöcke für die Pyramiden auf ähnliche Weise gezogen wurden. Und die niederländischen Physiker führten ein Experiment im Labor durch. So fertigten sie Modelle ägyptischer Schlitten an und maßen die erforderliche Zugkraft beim Ziehen auf trockenem und nassem Sand. So stellte sich heraus, dass nasser Sand die erforderliche Zugkraft halbiert. Wenn man bedenkt, dass der Block gleichzeitig von Dutzenden von professionellen Arbeitern gezogen wurde, können wir den Schluss ziehen, dass der Bau der Pyramiden nicht so unglaublich schwierig war, wie es uns zuvor erschien. Natürlich war es harte Arbeit, aber die Vorgehensweise ist nun logisch. Pharao Cheops glaubte, dass er ewig leben würde. Und gewissermaßen irrte er sich nicht, denn obwohl er diese Welt vor 45 Jahrhunderten verließ, wird sein Name dank des letzten Weltwunders noch lange in Erinnerung bleiben.